ich bin's Conny und heute spiele ich mal My Kingdom. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play. Let's chop some wood. Machen wir gleich. Ich habe dieses Spiel hier gerade eben bei Roblox Victor gesehen. Oh, der macht das automatisch, wenn ich hier stehe. Oh mein Gott, der macht das automatisch, wenn ich hier stehe. Ich find's so gut. Und jetzt Zell. Okay, gut. Ich habe es bei Roblox Victor gesehen. Ich fand, das Spiel sah richtig cool aus. Und deswegen will ich es jetzt unbedingt spielen. Und das, obwohl ich in 40 Minuten arbeiten muss, ich mache das jetzt. Ich kaufe jetzt hier diesen Bereich leer. Und das geht alles so automatisch. Oh mein Gott. Ich muss gar nichts drücken dafür. Jetzt kann ich shoppen. Und kaufen. Und kaufen. Und kaufen. Oh ja. Okay. Ich muss Money getten. Click anywhere to continue. Alles klar. So, ich habe Sword und ich habe eine Axe. Und ich habe gesehen, es gibt einen Code. Und zwar den Code Gold. Und das gibt mir 1000 Gold zum Anfang. Das ist schon mal gut. You have enough money for Workers Hut. Und das werde ich mir kaufen. Habe ich schon bei Victor gesehen. Ich kann bilden. Und dann baue ich eine Workers Hut. Und ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen rein. Obwohl, ich kann die Workers Hut doch eigentlich hier hinbauen, ne? Genau. Und die kann man upgraden. Das habe ich noch nicht bei Victor gesehen, dass man die upgraden kann. Wie geil. Und der Worker, der arbeitet jetzt automatisch für mich. Der shoppt da hinten das Holz. Und wenn er es shoppt, dann kriege ich automatisch Geld. Der verkauft das und ich kriege Geld. Das ist so cool. Oh, ich genieße das gerade. Und ich glaube, ich klaue dem die ganze Zeit seine Arbeit. Ich klaue dem die Jobs. Und ja, es gibt übrigens Raiders, die greifen einen an. Und um sich gegen die zu verteidigen, sollte man auf jeden Fall auch mal Soldier Huts bauen. Davon kann ich mir tatsächlich eine leisten, also werde ich das auch tun. So, Soldier Hut ist gebaut. Ich kaufe mir jetzt noch so ein paar Gebiete, einfach nur, damit ich ein paar mehr Wälder habe, die ich shoppen kann. Ich shoppe jetzt das Wood hier auf dem Weg noch und bringe das zurück und dann habe ich gleich wieder Geld. Mal sehen, wie viel Geld ich habe. Seht das so? Ah, ich habe 1000 Holz und daraus wird, ja, halb so viel Geld. Okay, hier noch ein paar Gebiete dazu kaufen, in der Hoffnung, dass hier ein paar Bäume sind, die gechoppt werden können. Und die Bäume wachsen nach. Oh, das ist so geil, ich habe Bock. Und während ich hier diese Gebiete kaufe, müsste ich jetzt eigentlich mal, please... Ja, hier ist wieder was frei geworden. Ah ja, und ich soll übrigens so eine Hut noch bauen, sagt das Tutorial. Dann werde ich das machen. Ich baue die zweite Hut einfach mal hier hin. Jetzt muss ich wieder Money getten. Ah, und die Worker, die getten für mich schon Money. Oh, das ist so schön. Ich muss 1000 zusammenkriegen. Aber bevor ich die 1000 zusammenkriege, hole ich mir hier noch einen Soldier. Ich möchte einfach nur vorbereitet sein. Oh, das kostet mich 1000. Ah, ich sollte nicht so viele Sachen vom Tutorial vorwegnehmen. Wenn ich die Tutorial-Sachen einfach so vorwegnehme, dann habe ich es, glaube ich, ein bisschen schwerer. Weil mich die Sachen dann mehr kosten. Weil je mehr Hütten ich kaufe, desto teurer werden die Sachen. Alright, let's build a tower. Ach, ich soll einen Tower bauen? Ich will noch keinen Tower bauen. Ich möchte eigentlich erstmal eine Soldier Hut bauen hierhin. Der soll einfach nur bewachen. Und ich würde sagen, ich mache diese Gebiete hier frei, weil ein Tower, der schießt sich. Ja, habe ich ja. Ich habe bei Victor gesehen, der hat einen Tower. Der hat die aber nur einmal für das Tutorial einen Tower gebaut. Raiders are attacking. Da hinten. Okay. Dich schnappe ich mir. Dich hole ich mir, Früchtchen. Bam! Bam! Ja, Mann! Easy. Schön. Abzeichen verdient. Roblox Conny hat I Will Survive von Simple Games Incorporated gewonnen. Nice. Jetzt muss ich noch einmal die 1000 Geld zusammenkriegen, um mir einen Tower zu bauen. Und ich werde den Tower hier hinklatschen. Ich weiß nicht, wie viel Range so ein Tower hat, aber ich hoffe einfach mal viel. Wäre zumindest schön. So, ich habe 900, jetzt habe ich 1000. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich genug, um die 1000 zusammenzukriegen. Gehe rein, habe jetzt 1000. Das heißt, ich gehe auf Build, gehe hier rüber. Und dann hole ich mir einen Tower. Und den Tower setze ich hier hin. Da steht aber nicht... You can also build drop-off zones to help your workers and soldier huts to defend your land. Good luck. Okay, drop-off zones. Good luck. Also das Tutorial ist jetzt fertig und ich kann jetzt einfach durchspielen. Ich habe Bock. Ich habe übrigens Raiders are attacking. Wo seid ihr? Da kommen sie. Ihr kommt nicht an meine Worker ran. Haha. Hat der Tower irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, war ein bisschen weit weg vom Tower. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich werde jetzt einfach ein paar Gebiete hier wieder kaufen. Ich muss wahrscheinlich da hinten zum Portal hin und kriege dann eine neue Region. Und ich kaufe jetzt einfach erstmal Sachen frei. Weil je mehr Gebiete ich freikaufe, desto mehr können meine Worker choppen. Und das möchte ich. Wie viel kostet mich eigentlich der nächste Worker? Der nächste Worker kostet mich 750. Okay. Die nächste Drop-Off-Zone kostet... Okay, es gibt nur diese zwei Sachen. Es gibt Tower, Drop-Off-Zones. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was Drop-Off-Zones machen. Achso, da kann man dann auch verkaufen. Dann würde ich sagen, packe ich einen einfach hier hin. Ja, ich warte kurz, bis ich genug Geld habe. Gebt mal Geld ab, Leute. Gut so. So, Drop-Off-Zone. Und jetzt könnt ihr euer Holz hier hinbringen. Einfach nur, um die Economy zu stärken. Und die Raider attacken schon wieder. Was fällt euch ein? Alter, der wurde eben weggefetzt. Das gefällt mir. Und guck mal, der hat jetzt so eine Wüste. Wahrscheinlich, wenn er durch das Portal durchgeht, wird sein Bereich zu so einer Wüste. Okay, macht Sinn. Oh, ich habe jetzt schon wieder Sachen gekauft, was ich gar nicht unbedingt wollte. Eben, ich mache es trotzdem. Ich kaufe die Gebiete hier. Mal, dann haben meine Worker ein bisschen was zu tun. Ich nehme wieder die Axt in die Hand und chopp ein bisschen was. Die Sache ist, ich nehme jetzt gerade am Freitag auf und ich muss in knapp 40 Minuten arbeiten. Und das ist für mich gerade richtig stressig, weil das hier ist ein Tycoon. Ich will das unbedingt spielen, ich will das aufnehmen, ich will das Video dazu machen. Aber ich weiß halt auch, dass das lange dauert, Tycoons zu spielen.
weil man halt farmen muss. Ich liebe es aber, Tycoons zu spielen, aber es dauert immer so lange und ich habe so wenig Zeit, weil ich arbeiten muss, aber ich krieg das schon hin. Die halbe Stunde nehme ich auf und dann werde ich das halt morgen, wo sind die Raider? Hier. Keine Chance. Oh, der Tower schießt ihn und er ist weg. Easy. Ich werde das Video dann halt morgen schneiden oder so, wann ich Zeit habe. Hier kaufe ich noch ein paar Gebiete frei. Kostet ja nichts. Und ich würde dann auch sagen, 750 muss ich zusammenkriegen, nicht wahr? Packe ich da hinten noch so einen Worker hin, der dann shoppen kann für mich. So. Das heißt, ich gehe jetzt auf Build. Dann gehe ich auf die Workers Hut und baue mir hier eine Workers Hut hin. Bam. Und jetzt habe ich einen Worker, der baut. Wir können auch auf Upgrade gehen. Und hier könnte ich mein Schwert verstärken. Das bringt mir dann zwei Holz. Zwei Bäume bringen mir einen Dollar. Und das hier macht 17 Damage. 10 Damage. Achso, okay, das war einfach nur eine falsche Anzeige. Werde ich gerade angegriffen? Nee. Gut. Wood. Das interessiert mich ja. Und, das geht so langsam hoch. Das kaufe ich trotzdem. Raiders are attacking! Nein! Verschwinde! Runter von meinem Rasen! Oh, ich liebe das Spiel. Das Spiel ist so schön umgesetzt. Guckt euch dieses schöne minimalistische Low-Poly-Design an. Es ist aber trotzdem vollkommen abgerundet. Es ist so schön. Oh, ich genieße dieses Spiel wirklich. Genauso muss ein Tycoon sein. Ich muss nichts klicken, ich stehe einfach nur auf den Feldern und der Macht. Natürlich könnte man dann sagen, ja, voll nervig, dann gebe ich aus Versehen Geld aus. Nein, es ist genau richtig, weil es ist einfach satisfying, es macht einfach Spaß. Die Raider greifen an! Ah, keine Chance. Die wollen immer meine Holzfäller angreifen, was fällt denen ein? Komm, ich upgrade jetzt diesen Tower. Kann ich den upgraden? Ich gehe auf Build, dann gehe ich auf den Tower. Nee, den kann ich nicht upgraden. Die kann ich upgraden. 1500 zum Upgraden, okay. Wenn ich dich upgrade, kostet 1000, mache ich einfach mal. Und der hat dann Armor oder so? Ich weiß nicht, was es mir jetzt gebracht hat. Der ist jetzt auf jeden Fall... Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt krasser ist. Und krasser ist gut. Man muss ja nicht immer so viel kaufen. Warte, kann ich die Zone hier upgraden? Nee, die kann ich auch nicht upgraden. Naja, ich kann die halt hier upgraden. Ne, das macht Sinn. Das kostet mich auch 1,8k. Die 1,8k, die könnte ich mir ja eigentlich mal gönnen, ne? Was steht denn bei Kingdom? Standard, Egypt, Viking, Japan, Rome. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Kingdoms. Und wenn man da hinten ans Portal rankommt, dann schaltet man halt das nächste Kingdom frei. Die Frage ist, was für Vorteile bringen einen diese Kingdoms? Weil die werden wahrscheinlich alle nach einem ähnlichen Stil gehen. Oh nein, ich werde da angegriffen. Nein. Was ist eigentlich, wenn meine Leute sterben? Habt ihr eine Ahnung, was dann passiert? Ich will nämlich nicht, dass meine Leute sterben. Regenerieren die? Ich hoffe es. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ich gehe jetzt einfach mal auf Upgrade und upgrade das hier nochmal. Dann kaufe ich mir hier noch ein paar Gebiete dazu. Ich meine, kostet ja nichts. Okay, es kostet doch ein bisschen was. Und weiter Holz fällen. Ich liebe es, Holz zu fällen. Und ich brauche eine bessere Axt. Guck mal, ich brauche jetzt... Brauche ich für diese Bäume hier länger mit der Axt? Oder kommt mir das jetzt einfach nur so vor? Ich glaube, ich brauche eine bessere Axt. Komm, wir upgraden meine Axt. Ah, nee. Swords. Ich kann nur Swords upgraden. Und ich werde angegriffen. Schon wieder. Komm ran. Komm ran, Kleiner. Ja. Bam, weggemacht. Und da hinten wird er auch angegriffen. Oh, die schicken mehrere Raider schon zu dem. Die Frage ist, die Raider werden scheinbar stärker. Das wird ja wahrscheinlich anhand der Verteidigung gemessen oder wird es anhand der Worker gemessen, die man hat? An der Größe, Reichtum, ich weiß nicht, woran die das festmachen, ob die stärkere Raider raushauen. Aber ich weiß eine Sache und zwar, dass ich den Typen hier upgraden werde, damit er mal ein bisschen besser arbeiten kann hier. Wo kommen dann da zwei raus? Ich habe keine Ahnung, was mir die Upgrades hier bringen. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall baue ich jetzt noch eine Workers Hut. Und ich glaube, ich baue die hier hin. Raiders are attacking. Achtung, Leute. Raiders. Hat mein Holzfäller den gerade geschlagen? Ich glaube, der hat einfach nur Bäume gefällt. Aber warum hat er da nicht zu Ende gefällt? Hallo? Ich schwöre, der hat ihn gerade einfach geschlagen. Achso, bei denen sind dann auch immer Pfeile, die so zeigen, wo der dann hingeht und was er gerade machen möchte. Okay. Ich werde auch direkt diese Hütte hier upgraden. Das nächste Upgrade würde mich 3000 kosten. Und anstatt die 3000 zusammenzukriegen, werde ich hier einfach mal bam, bam. Dann hat er ein bisschen mehr zu arbeiten. Oh, es ist so satisfying. Leute, was haltet ihr von dem Spiel? Und habt ihr das auch schon mal gespielt? Würdet ihr es auch spielen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich habe Bock, das Spiel hier weiterzuspielen. Auch in weiteren Videos einfach mal weiterzuspielen. Mal zu gucken, wo es mich hinführt. Und zu gucken, ob da noch Updates rauskommen. Ob es neue Gebäudearten geben wird. Das wird mich alles interessieren. Das finde ich interessant. Ich gehe hier nochmal auf Building, weil es kann doch nicht sein. Okay, den Tower kann man wirklich nicht upgraden. Also man upgradet scheinbar die Leute da drin. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Upgrade gehe, dann habe ich einen stärkeren Soldier. Okay, jetzt mit meinem stärkeren Soldier kann ich dann erwarten, dass der mein Dorf hier gut verteidigt. Ne? Komm, ich versuche mir mal einen Weg nach da vorne durchzubahnen. Das Holz muss ich natürlich immer mitnehmen. Weil der Worker, der hier ist, der macht irgendwie nichts. Hier ist einfach auf jedem Feld nichts. Warum? Na gut, dann ist hier halt nichts. Ich farm noch ein paar Bäume. Ich glaube, ich brauche noch einen Worker. Aber bevor ich mir noch einen Worker ranhole, brauche ich, glaube ich, eher erstmal ein paar Soldaten, die hier wieder verteidigen. Ne?
Weil ich habe da hinten ein bisschen Verteidigung. Ich habe hier zwei, da zwei. Aber jetzt kommen schon zwei Raider. Okay, es kommen mehr Raider, wenn ich mehr Gebiete habe. Das heißt, wenn ich mehr Gebiete habe, muss ich auch mehr Verteidigung bauen. Okay, das heißt, das nächste, was ich baue, ist... Ich breite mich hier hinten ein bisschen aus. Hier baue ich die nächste Hütte hin. Okay, das mache ich. Soldier hat, kommt hier hin. Bam. I don't have enough money. Das ist so traurig. Okay, dann mache ich mich mal langsam auf den Weg zum Verkaufen, aber ich nehme noch das Holz mit, weil es ja noch nicht ganz reichen würde. Wobei, jetzt würde es reichen. Egal. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mann, ich wünschte, ich könnte schneller farmen. Please, lass mich schneller farmen. Ich meine, man muss doch die Axt auch upgraden können. So, also gehen wir hier auf Build, auf Soldier Hut und die kommt dann hier hin. Und der Soldier bewacht hier jetzt. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man die Soldier immer nach außen stellt, weil wenn die nach außen stehen, dann verfolgen die Raider, während die nach innen laufen. Guck mal, jetzt kommen hier Raider. Oh, die gehen genau hier zwischendurch, ist egal. Machen wir weg. Der Raider hat meinen Soldaten angegriffen. Nein. Ach, meine Armee ist stark. Die hält das aus. Pff, die blöden Raider, die machen uns nichts aus. Nicht wahr, Leute? So, ich fahre mir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen, weil ich muss unbedingt nach da hinten kommen. Ich will nach da hinten kommen in diesem Video. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Ihr werdet nicht alles mitkriegen, weil ich natürlich immer viel aus dem Video rausschneide, wenn ich nicht rede, wenn ich nichts mache, außer zu farmen. Aber ich will da hinten hin. Also, auf geht's. Schon wieder nichts. Als ob hier auf den ganzen Feldern nichts ist. Okay, links oder rechts? Ich sage, hier rechts muss jetzt was sein. Ja, gut. Für das Feld habe ich gar nicht genug Zeug, also muss ich wieder farmen. Und da wachsen gerade die Bäume nach. Bam, 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 bam. Das ist ein schönes Spiel. Genauso muss das Spiel sein. Ich wollte mal selbst ein Spiel in diese Richtung entwickeln. Aber ich habe halt nicht so viel Zeit. Raiders are attacking. Ah, verzieht euch. Ich habe keine 350. Alter, wie meine Soldaten die aber wegknüppeln, wenn sie die erstmal haben. Das gefällt mir. Ich habe halt nicht so viel Zeit, Spiele zu entwickeln, aber das sollte halt auch wirklich ungefähr in diese Richtung gehen. Bisschen anders. Es sollte dann eher schon in die Richtung von Clash of Clans gehen. Aber das ist schon so der Style, nach dem ich geaimt habe. Und deswegen gefällt mir das Spiel auch so, weil es so in die Richtung geht, die ich selber haben möchte. Bam, 2400 haben wir. 3200 habe ich nicht. Da muss ich wieder farmen gehen. Und ihr denkt euch die ganze Zeit so, Bro, warum kauft ihr die ganze Zeit diese sinnlosen Felder frei? Der muss doch erstmal Worker und so. Ja, und ich glaube, ihr habt recht. Ihr habt recht, ja. Ich kaufe mir hier die billigen Felder frei. So. Und stelle hier jetzt nochmal so eine Workers Hut hin. Not enough money. Ja, nicht so schlimm. Das Money hole ich mir kurz. Raiders! Raiders, nein! Hey, achso, ich dachte gerade, die Soldaten sind einfach weggegangen, während der Raider noch gelebt hat. Und die Raider haben mich von zwei Seiten attackiert. Die werden auf einmal taktisch oder was? Na gut, kriege ich eigentlich Geld, wenn ich die Raider töte? Ich glaube, ich habe eben Geld dazu bekommen. Naja, wir bauen uns hier jetzt die Workers Hut. Bam. Und wir holen uns... Kann ich mir ein Upgrade holen? Ich hole mir ein Upgrade. Ich hole mir gleich ein Upgrade dafür. Und ich upgrade die Workers Hut. Ich weiß wirklich nicht, ob mir das was bringt, aber ich mach's einfach. Guck mal, der choppt jetzt Bäume. Und dann geht's halt ab. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe einfach mal, dass mir das was bringt. Und ich glaube, ich werde auch meinen Soldaten auf die nächste Stufe upgraden, weil das würde mich auch interessieren, wie der dann ist. Und ich könnte auch mein Schwert upgraden. Eine War Axe. Jack Blade. Oh mein Gott, ich kaufe mir eine Kriegsaxt. So, jetzt habe ich eine Kriegsaxt. Oh, Junge. Na, mit der Kriegsaxt werde ich den Leute richtig wegklatschen, aber die ist halt nur zum Kriegen da und nicht zum Shoppen, also choppe ich mit dieser Axt weiter. Chop, 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 chop. Und es wird, glaube ich, wieder mal Zeit, hier Wood zu upgraden. Kostet nur 3600, die kriege ich zusammen. Die hole ich mir. Alles für die Wirtschaft. Und ich glaube, so wie ich die Gebäude hier platziert habe, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Weil die laufen, glaube ich, die Worker, die laufen, glaube ich, immer zum nächsten Feld, von dem sie choppen können. Und dann irgendwann, wenn sie wegbringen, halt zu dem Feld, nächsten Feld, zu dem sie wegbringen können. Und von dorthin wieder zum nächsten Feld zum Choppen. Das heißt, zwangsläufig sind alle Worker dann irgendwo hier. Deswegen ist da hinten auch immer alles weggegrast, aber hier vorne nicht. Also müsste ich ja eigentlich hier so eine Drop-Off-Zone hinpacken. Bam. Und dann kurz mal den da wegklatschen mit meiner Kriegsaxt. Bam, bam, bam. Digga, den habe ich gegeben. Und nebenbei noch ein paar Gebiete gekauft. So gehört sich das. Und jetzt, wo ich hier eine Drop-Off-Zone habe, wird es ein paar Worker geben, die dann auch dann hier hinlaufen und dementsprechend auch hier farmen werden. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, die Drop-Off-Zone-Zonen halt weit zu verbreiten, anstatt die Worker-Zonen weit zu verbreiten, oder? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da schon irgendwelche Baustile kennt. Wenn nicht... Dann halt nicht. Was ihr auch mal machen sollt, ihr sollt mal mein Watch Dogs Let's Play schauen. Ich weiß, dass viele Leute sich nicht für Watch Dogs interessieren, weil das ein Roblox-Kanal ist. Aber komm schon. 100 Klicks sollten die Videos schon noch machen. Und ich brauche immer noch Kommentare auf meinen Videos, wenn ich so Fragen stelle. Yo, welchen Bezirk soll ich als nächstes einnehmen? Das würde mich wirklich interessieren. Naja, ich bringe jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld zur Drop-Off-Zone. Und die Raiders attacken schon wieder. Bam, bam, bam. Alter, ich klatsche die so hart weg. Die haben gar keine Chance. Finde ich gut. Dann gehen wir jetzt auf Build und upgraden einfach mal den Soldier auf die nächste Stufe. Und der kann jetzt, keine Ahnung. Oh, der hat jetzt ein helleres Schwert, oder? Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich kann auch den hier upgraden. Und der trägt dann so einen Helm.
Okay. Shoppt er schneller? Macht er mehr Geld? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was der dann mehr kann. Bruder, was kannst du? Wirklich keine Ahnung, was er jetzt kann. Ich kaufe mir auf jeden Fall hier noch ein paar Felder frei, weil jetzt ist ja die Drop-Off-Zone. Das bedeutet, hier farmen die Leute jetzt auch. Und wenn die Leute hier farmen, dann brauchen sie auch Felder, von denen sie farmen können. Seht ihr? Er läuft direkt dahin. Gute alte 3000er Worker. Ah, ich genieße dieses Spiel. Und die Raiders attacken schon wieder. Kriegsaxt. Keine Chance. Bam. Also, ich weiß nicht. Ich brauche mein Schwert noch nicht upgraden. Ich glaube, das wird erst notwendig, wenn ich so richtig starke Raider habe, die mich angreifen. Aber momentan, das Upgrade hier, das wird sich wahrscheinlich eher lohnen. Dann werde ich das auch mal machen. Hier hinten farmt irgendwie kaum jemand. Also muss ich hier mal farmen. So, und jetzt, wo ich das gemacht habe, upgrade ich hier einfach mal auf Level 4 Exchange. Und was wäre das nächste? Eine Jacked Blade. Finde ich persönlich gar nicht so cool. Aber ich kann es mir auch nicht leisten. Dann werde ich es auch nicht kaufen. Ich glaube aber, wir begeben uns jetzt langsam mal in Richtung Portal. Hier noch ein bisschen Felder freikaufen, um mein Gewissen zu bereinigen, dass ich es wenigstens versucht habe. Und die Raiders attackieren mich schon wieder. Was fällt euch ein, ihr Monster? Werde ich hier hinten nicht verteidigt? Wo ist mein Soldier, der dort warten sollte? Oder, okay, die Soldier, die warten jetzt, die chillen jetzt alle hier. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Die chillen immer da, wo sie als letztes waren. Also macht es doch nicht so viel Sinn, seine Soldier irgendwo zu platzieren, oder? Und ich sehe jetzt den Unterschied. Die tragen jetzt Brustarmor dazu. Okay, also habe ich jetzt drei Soldier, die hier chillen. Wobei ich die eigentlich überall platziert habe. Also wo man die Gebäude hat, macht, glaube ich, gar nicht so viel aus. Es macht eher was aus, wo die Drop-Off-Zonen sind. Und wenn du einen gewissen Bereich beschützen willst, dann macht es, glaube ich, eher Sinn, die Türme zu platzieren. Weil die Türme kann man auch nicht upgraden. Naja, das bedeutet für mich aber eine Sache. Und zwar, ich bilde jetzt einfach mal hier einen Turm. Und da hinten an der Ecke kommt auch ein Turm hin. Raiders, wo? Ja, jetzt greifen die Raider da hinten an. Und sie sind schon tot. Ich hatte gar keine Chance, sie wegzumachen. Na gut. Okay, und dann kommt der zweite Turm jetzt einfach mal hier hin. Und ich hoffe, dass die Range von den Türmen jetzt so ein bisschen reicht, um die Raider ein Stück abzuhalten. Ich meine, jetzt habe ich so ein gutes Dreieck aus Türmen. Einen hier, einen da und einen hier. Dann könnte man am Ende noch einen dorthin bauen. Dann ist das eigentlich ganz stabil. Vielleicht noch einen in die Mitte. Aber in die Mitte sollen die Raider ja eigentlich gar nicht erst vordringen. Und das kostet mich 3000. Die 3000 kriege ich niemals zusammen. Jetzt habe ich die 3000 zusammen. So schnell geht das. Raiders, nein! Wie machen die sich da hinten? Kämpfen. Oh, läuft er weg? Er flüchtet, weil er low ist. Oh mein Gott. Oder wollte er den anderen angreifen? Habe ich jetzt einen Mann verloren? Ich hätte gerne Übersicht über alle Leute, die bei mir im Dorf so chillen. Aber die kriege ich, glaube ich, nicht. So, das letzte kostet mich dann 4.300. Und die 4.300, die spare ich jetzt einfach zusammen. Ich brauche auf jeden Fall einen weiteren Soldaten. Und den Soldaten, ich kaufe mir jetzt noch einen weiteren Soldaten. Einfach nur, um besser geschützt zu sein gegen die Raider. So, egal, ob ich gerade noch 4.000 zusammenfarmen wollte. Die kriege ich ja auch. Ich will einfach nur nicht, dass meine Leute sterben, weil die Raider angreifen. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, was sollte eigentlich passieren, wenn die Raider angreifen? Stellt euch mal vor, die Raider greifen an und zerlegen euer gesamtes Dorf und ihr macht nichts dagegen. Was passiert denn dann? Was soll dann passieren? Wir greifen jetzt die Raider an, die werden natürlich mein gesamtes Dorf nicht zerlegen, weil ich zu viel Verteidigung habe. Aber das werde ich einfach mal austesten. Ich werde einfach in der nächsten Welt, werde ich einfach mal keine Verteidigung machen und die Raider einfach mal angreifen lassen. Dann gucken wir mal, was passiert. Und ich finde, das ist doch ein gutes Thema fürs nächste Video. Ich habe jetzt nur noch das Nötige zusammen, was ich brauche. Das habe ich gleich. So, verkaufen. 4.600. Gehen wir rüber. Und ich gehe rein in Ägypten. Kostet mich 6.000. 6.000 kostet das. Okay. Dann muss ich noch die 6.000 zusammenfahren. 6.000 sind eigentlich auch gar nicht mal so viel. Ich finde, das ist eigentlich alles ganz gut bepreist. Wir machen mir mal gut Preis, ja? Mal, jetzt chillen die ganzen Soldaten hier, weil hier der letzte Raider war. Und die Raider greifen jetzt da hinten an gegen meinen Worker. Der Worker wird einfach von dem geschlagen. Meine Verteidiger machen nichts, weil die da erstmal hinrennen müssen. Aber der hat irgendwie keinen Schaden genommen. Wahrscheinlich, weil es der Boss-Worker ist von mir. Mit seinem krassen Hut oder so. Keine Ahnung. Der hat einfach weitergearbeitet, egal ob dann Raider an ihn dran geklebt hat. Da sind die jetzt schon in der Wikingerzeit angekommen. Wie die Zeit verfliegt. So, die 6000 habe ich dann bestimmt auch zusammen, bis ich da hinten bin. Einmal hier kurz einsammeln. So. Und los geht's nach Ägypten. Yeah. Und dann kommen hier so die Tiles. Okay. So, wir sind jetzt in Ägypten. Haben hier jetzt Palmen, die wir shoppen können. Chop, 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 chop. Die bringen mehr. Ich habe 300 Geld. Ich verkaufe, krieg halt mehr Geld. Meine Upgrades bleiben. Meine Upgrades hier bleiben auch. Das sind jetzt einfach nur Bäume, die mehr wert sind, oder? Ja. Wenn ich jetzt auf Kingdom wechseln gehe zu Standard, dann kommt das wieder zurück. Die ganzen Tiles kommen wieder. Alles so, wie ich es bebaut habe. Und alle Farben AFK weiter. Okay. Wenn ich dann nach Ägypten gehe, ich gehe jetzt wieder zurück nach Ägypten, dann bin ich hier in Ägypten und muss wieder selber farmen. Dann fängt man halt von vorne an. Das ist dann also so wie ein Rebirth. Die Bäume bringen jetzt mehr, wenn ich sie farme. Und dementsprechend lohnt es sich zu rebirthen. Die Frage ist nur, ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Tiles frei, damit ich geradet werden kann. Hallo. So, und je mehr Tiles ich frei habe, desto wahrscheinlicher kommen ja dann die Raider und greifen mich an. Die Frage ist nur, vielleicht kommen die Raider auch gar nicht erst, wenn die nichts haben, was sie angreifen können, oder?
Na gut, ich würde sagen, das testen wir im nächsten Video aus. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!